So, hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Jetzt müsste ich mal schauen, wie komme ich denn zu dieser Kiste? Wahrscheinlich von hier oben, ne? Von hier? Nee. Ja. Komm schon da rüber. Ich will da rüber. Lass mich durch. Komm schon da rüber. Schwimmen? Ach so, stimmt, ich kann ja schwimmen. Du sagst es. Ah. Nee. Ich kann hier nicht schwimmen. Ich kann nicht im tiefen Wasser schwimmen. Was ist denn das für ein Scheiß? Du kannst zwar schwimmen, aber nicht im tiefen Wasser. Das ist verboten. Was ist das hier? Hier drüben ging es noch runter. Den Steak wollte ich gerade sagen. Den Steg runter. Hallo? Oh. Hallo? Warum bist du gekommen? Siehst du nicht, dass ich keinen Nerv zum Schwätzen habe? Verschwinde! Netter Kerl. Komm ich nicht an die Kiste? Ich will an diese olle Kiste. Darf ich hier nicht? Oh Mann, oh. Ich will an die Kiste. Halt eben nicht. Gib mir die Kiste, Opa. Lass mich, oder lass mich vorbei zumindest. Na gut, dann nicht. Rechts vom Hafen, wo du bist, sollte auch der Falkenladen kommen. Okay. Guck gleich mal. Falkenladen. Die Falknerei. Huch, ein Fisch. So, hier. Kiste. Oh, da ist noch ein Falke drin. Wunderbar. Goldenen Falken erhalten. Was hat's denn hier mit dem Fisch auf sich? Hallo? Au! Ach so, okay. Der Fisch ist also ein Arschloch. Mhm, ich verstehe. Kann ich hier hochschwimmen? Nein. Okay, wir können offensichtlich keinen Wasserfall nach oben schwimmen. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn das gegangen wäre. Na gut. Hier unten ist noch irgendwie. Nein, hier ist nichts weiter. Rechts vom Hafen, wo du bist, sollte auch der Falkenladen kommen. Aber wahrscheinlich nicht hier hinten, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht über den Strand ist. Den habe ich schon. Wir rennen mal. Huch, was hat es eigentlich mit diesen Dingern hier auf sich? Da kommt doch bestimmt auch noch was. Da kann man bestimmt irgendwie dann hochhüpfen. Gehe ich mal von aus. Da kann man bestimmt noch eine Sprungfeder oder sowas installieren. Oben, nicht am Strand. Okay. Guck mal nach oben. Später bekommt man was dafür. Ah ja, dachte ich mir schon. Man schaltet so nach und nach diverse Sachen hier einfach frei. Finde ich eigentlich ganz nett. Also das ist ja cool, dass man nicht von Anfang an mit diversen Items dann vollgeschissen wird, sondern huch, dass man sich das so nach und nach erst erarbeitet. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Zelda-like, genau. So, hier. Das Medaillon. Seltene Gegenstände und bizarre Raritäten für die Klugen. Naja, hier also. Schauen wir mal. Das müsste dann dieser Laden sein. Da. Hier, guck mal. Was ist das denn? Moment. Grüß dich. Hey, Junge. Du hast ja tatsächlich das Schiffsunglück überlebt. Ich hatte schon so ein Gefühl. Was ich hier mache? Oh, ich habe alle Schätze, die ich gesammelt habe, in dieses Geschäft investiert. Das Schiffsunglück hat mir den Berufswechsel leicht gemacht. Na, mein Kleiner, willst du nicht irgendetwas kaufen? Irgendetwas ist gut. Was ist das? Ich möchte erst mal wissen, was das ist. Entschuldigung. Hier. Hallo? Och. Olgas Ring, ja. Wunderschön, aber er kostet, sagen wir, 10.000 Gulden? Wie zählt immer noch? Ja. Ach, Kleiner, entweder du versuchst, sehr witzig zu sein, oder du bist einfach nervig. Auf jeden Fall kann ich nicht darüber lachen. Du machst mich nervös, Kleiner. Kauf etwas oder verschwinde. 10.000 Gulden? Wo soll ich denn 10.000 Gulden herkriechen, du Spacken? Das Silberarmband ist wirklich ein richtiger Schatz. Ich trenne mich davon für 10.000 Gulden. Okay? Ja.
Rainer, entweder du versuchst sehr witzig zu sein oder du bist einfach nur nervig. Auf jeden Fall kann ich nicht darüber lachen. Du machst mich nervös, Kleiner. Kauf etwas oder verschwinde. Ja, weißt du, wenn du nicht so ein extrem teurer Bastard wärst, ne? Regenerierungsring? 10.000 Gulden. Soll ich ihn einpacken? Nein, ich habe nicht so viel Geld. Und das Ding kostet auch 10.000 oder was? Lebensdiamant, das macht 10.000 Gulden. Willst du ihn haben? Nein. Ich kaufe nichts bei ihm. Vielleicht soll ich einfach gehen. Widerlicher Halsabschneider. Ciao. Der ist ein bisschen teuer, der Mann. Kann das sein? Also, das sieht nicht so aus, als wäre er hier an goldenen Raben interessiert. Krähen. Krähen. Krabenkrähen? Es hätte sein können, dass ich nochmal reinkommen muss. Naja, egal. Dann gehe ich halt einfach. Puh. Ich suche lieber mal das Mädel, wo auch immer die jetzt ist. So, lass mich mal vorbei, du olle Schild. Dachte aber, der war da und die Items sind auch da. Ja, pff, keine Ahnung. Wer weiß. Vielleicht entscheidet er sich nochmal um und macht die Preise günstiger. Vielleicht macht er irgendwann mal einen Summer Sale oder sowas. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Aber 10.000 Gulden, da musst du ja echt entweder extrem lange farmen dafür. Ist halt die Frage, wie wird sie die zusammenbekommen? Oder keine Ahnung. Nicht? So, jetzt muss ich erstmal das Mädel suchen. Wo könnte die denn rumeiern? Hier drinnen war ich, glaube ich, schon. Hier ist niemand. Okay. Oder war teuer. Hier war sie auch nicht drinne. Ich kann auch die Hexe, die Zauberin, wie auch immer, was auch immer sie für einen Beruf ausübt, kann ich nicht fragen, weil die Tür zu ist. Den Hund kann ich auch nicht fragen, weil der Hund redet ja nicht. So, war das hier? Nee, hier sind nur alte Leute und beziehungsweise ein alter Leut und das Mädel und die zwei Kinder. Und die? Ja. Wo ist sie? Hier ist sie nicht. Ja, wo steckt sie denn nur? Wo steckt sie denn nur? Alle sagen, hier ist ein wunderschönes Mädchen und sie kann das gleiche wie du. Aber keiner sagt mir, wo sie ist. Ihr seid mir auch solche Helden, ey. Allesamt. Beim Bürgermeister ist sie auch nicht. Da habe ich ja auch schon geguckt. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, oder? Ich glaube. Doch, hier war ich auch schon drin. Hier ist sie auch nicht. Wo steckst du? Oben nicht. Hier gehe ich ja wieder raus aus dem Dorf. Jo, hier komme ich ja wieder raus. Hier komme ich zum Friedhof. Hier auf dem Friedhof? Opa! Eine Fremde ist hergekommen. Das ist gut. Ist sie schon tot? Ende Frage. Nee, sie ist noch nicht tot. Was bist denn du für ein Assi? Ist sie tot? Hä? Nee. Nee. So nicht. Ja. So geht das nicht. Hello, Nestalgicos. Nestalgicos? I hope I pronounce it right. So, wo ist sie denn? Wo steckt die Frau? It's Spanish. Ah, okay. So, we are a German channel here. So, and I cannot speak Spanish. Not a single word. So. Ah, wo ist diese Frau denn nur? Mann. Such. Hier war sie doch auch nicht, oder?
Ne, hier war nur die Verrückte. Ist die irgendwo oben in den Häusern oder wie? Ja, sie könnten mir ja wirklich mal sagen, wo sie sich versteckt. Hallo. Ja, das hatten wir doch auch schon. Könnte sie sein? Ey, ich habe jetzt alles abgesucht, ja? Wenn ihr mir nicht sagt, wo diese olle Hippe ist. Ist verschlossen. Ja, super. Ich möchte doch nur wissen, wo diese Frau ist. Hier war ich auch schon dreimal drin. Mann. Es gibt es doch nicht. Also hier ist zu. Die ist nicht da. Hier in dem Zelt? Nee, nicht. Wo soll die sein? Gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht. Das ist doch blödsinnig. Nee, er ist doof. Er mag mich nicht. Ja, da ist ein Mädel ins Dorf gekommen. Wir verraten dir aber nicht, wo es ist. Musst du selber herausfinden. Dankeschön. Oh. Vielleicht hier irgendwo? Ich glaube es zwar nicht. Guck jetzt einfach nochmal alle Häuser durch. Ach, guck mal, hier. Hier sind ja auch noch Leute. Hello. Maya konnte Myra erfolgreich von ihrem Albtraum befreien. Ach, konnte. Ja, super. Mein Albtraum zu entfliehen, muss der Traum ausgelöscht werden. Ja, das ist richtig. Nico zeigt einen winzigen Lichtpunkt, der von einem Meer aus Dunkelheit umgeben ist. Ja, super. Hallo. Unterschätze niemals die Macht des Bösen. Ein einziger Moment von Schwäche ist alles, was das Böse zum Wachsen benötigt. Du musst unter allen Umständen versuchen, nicht zu träumen. Okay. Nein, das darfst... Darfst... Was? Darfst du nicht? Warum steht denn da plus F6? Okay. Du hast Unrecht, Maya! Was brabbelst denn du da, Septimus? Maya hat gerade das Leben von Myra gerettet und doch zweifelst du an ihr? Warum? Wir haben unsere kreativen Fähigkeiten verloren, Beaumont. Aber Jess kann wunderbarerweise Waffen herstellen. Die Geister der Verstorbenen haben ihn dazu gebracht. Ein Toter ist schnell vergessen, außer er hinterlässt etwas, was an seine Existenz erinnert. Die Waffen von Jess erinnern uns an Olin und Nadja. Sie wollten nicht vergessen werden. Sie wollen in unseren Gedanken weiterleben. Wenn wir etwas schaffen, dann wird ein Traum wahr. Kreativität und Erfindung gehören zum Menschsein. Und Träumen gehört auch dazu. Das ist ein Punkt. Wenn wir nicht mehr träumen wollen, wollen wir keine Menschen mehr sein. Ich verstehe einiges, Septimus. Aber wenn du stirbst, kannst du nichts schaffen. Du kannst nicht träumen, du kannst nur zu Staub zerfallen. Wenn ich zwischen Träumen und Überleben wählen muss, ja, dann wähle ich das Leben. Würde ich genauso, Beaumont. Aber wenn wir die Albträume beenden könnten? Wenn wir wieder schöne Träume haben könnten? Ich weiß, das geht. Ich weiß, wir können die Albträume ein für alle Mal beenden. Ja, Gelehrte, aber das Risiko ist unaussprechlich. Du sprichst von Menschsein und willst doch das Ende der Menschheit riskieren. Deine Idee ist nur dumm und sonst nichts. Was? Okay, sie ist ein bisschen... sickig. Was, er hat gerade eine Tastatur verschluckt, so schnell wie er die Treppe hochgerannt kam? Wahrscheinlich. Maya. Maya, die Traumwandlerin, hat großen Eindruck auf die Dorfbewohner gemacht.
Sie und Septimus streiten immer noch, wie die Albträume zu beenden sind. Sonst spricht sie nicht viel. Septimus vermutet, dass sie einige Geheimnisse für sich behält.